Das Demonstrations- und Versammlungsrecht nach Artikel 8 Grundgesetz hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Das ist entsprechend weiter ausgeformt worden durch das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Es hat deshalb so einen hohen Stellenwert, weil wir in einer repräsentativen Demokratie leben. Und weil es so klassisch repräsentativ ist, weil es auch keine relevanten Volksabstimmungen auf Bundesebene gibt, überhaupt keine, die werden nach wie vor nicht zugelassen, obwohl das vom Grundgesetz mit vorgesehen ist, hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, umso bedeutsamer sind die Rechte im Versammlungsrecht, weil der Bürger darüber nochmal auch seiner politischen Elite mitteilen kann, das will ich anders oder das finde ich sogar richtig gut, das kann ja auch positiv unterstützend sein. Deswegen sind auch die Rechte bei Versammlungen ganz, ganz massiv ausgebaut worden, nicht für die Polizei, sondern für die Bürgerinnen und Bürger. Also zum 21. Dezember 2013 gab es so viele rechtswidrige Einzelmaßnahmen, dass das Format unseres Gesprächs gesprengt werden würde, wenn ich das alles aufliste. Ich sage mal ein paar exemplarische Sachen. Es wurde um 11.15 Uhr von dem polizeilichen Einsatzleiter Peter Born, Gesamteinsatzleiter, mit dem ich auch zur Polizeischule gegangen bin, 71-74, wir kennen uns, wurde entschieden, dass die Versammlung eine völlig neue Marschroute nehmen muss. Wir haben vorhin von dem hohen Recht der Bürger gesprochen, das in allen möglichen Bereichen auch geschützt ist, wenn Demonstrationen stattfinden. Er hat erst um 14.18 Uhr per Fax der Versammlungsleitung mitteilen lassen, welche neue Route sie zu nehmen hätten. Also keine Dreiviertelstunde vor Start, 15 Uhr. Und letztlich war zu dem Zeitpunkt schon längst klar, diese Versammlung wird nie marschieren. Und so waren die Kräfte aufgebaut und so haben sie dann gearbeitet. Es gab mehrere Kessel, davon waren fast alle rechtswidrig. Es gab mehrere massive Stoßtruppeinsätze von 8 bis 10 stark geschützten Polizeibeamten, sogenannte Schutzausrüstung, in die Reihen der Demonstranten hinein. Völlig aberwitzig. Das ist vorsätzliche Körperverletzung, mindestens. Peter Born, dieser Gesamteinsatzleiter, hat noch auf der Sondersitzung des Innenausschusses am 6. Januar 2014 kundgetan, dass nur deshalb 20 Festnahmen gemacht worden sind, weil der Aufwand bei der Bearbeitung von Straftätern zu groß wäre. In diesem Land gilt seit der Nazi-Zeit der Paragraf 163 Strafprozessordnung, Strafverfolgungspflicht, Legalitätszwang. Die Polizei kann nicht nach Opportunität entscheiden, ob sie verfolgt oder nicht verfolgt. Das kann sie im Ordnungswidrigkeitenrecht, irgendwas falsches parken oder so. Da gibt es das Opportunitätsprinzip. Im Strafrecht, sobald ein Polizeibeamter hinreichende Kenntnis von dem Verdacht einer Straftat bekommt, muss er verfolgen. Wenn nicht, kommen wieder andere Paragraphen zum Tragen. Verdacht, Strafvereidelung im Amt, Begünstigung, was da alles hinterstecken mag. Es gab den Einsatz von Pfefferspray sowohl flächendeckend als auch gezielt aus sehr kurzer Entfernung. Also entgegen jeder Richtlinie zum Einsatz von Pfefferspray. Pfefferspray ist vor dem Gebrauch der Schusswaffe gewissermaßen das letzte Einsatzmittel. Pfefferspray ist nicht irgendwas Harmloses, weil viele Frauen irgendein Gas in der Handtasche mit sich führen, um vor Hunden oder vor Übergriffen von Männern sich zu schützen. Pfefferspray ist eine gefährliche Waffe. Entsprechend viele Verletzungen gibt es im Augenbereich auf Seiten der Demonstranten. Also bei solchen Anlässen sind etliche V-Leute in der Versammlung,
verdeckte Ermittler, Zivilfahnder. Und hier, das habe ich jetzt nicht ganz gesichert, also diese ersten drei Gruppen hundertprozentig, wahrscheinlich auch Mitbürger aus anderen Staaten der Europäischen Union, die im Auftrag der Polizei dann Aufklärung betreiben. Wir haben bereits solche Personen enttarnt. Also im Baden-Württembergischen, in Berlin, auch in anderen Bereichen der Bundesrepublik. Das geht so weit, dass die sich sogar in die Persönlichkeitssphäre von anderen Personen, die in den also Graswurzelorganisationen tätig waren, hineingeschlichen haben. Also sogar Liebschaften. Und darüber Informationen gezogen. Also das ist wie Agententätigkeit. Also das ist nicht irgendwie was Vermutetes oder Spinnertes. Das ist real. Und ich weiß es ja auch aus berufenem Mund. Wir haben ja exzellente Kontakte. Also sowohl in die Polizeien als auch in die Ministerialbürokratien. Das wird gemacht. Ausländer deshalb, weil die erstmal grundsätzlich unverdächtiger sind. Wenn Sie in irgendeine Bürgerinitiative als Ausländer gehen und sagen, ich komme aus Griechenland, Italien, wo auch immer her oder Großbritannien, das war einer der Aufgeflogenen, dann denkt erstmal jeder, oh, das ist ja toll, dass der, obwohl er nur hier zu Gast ist, jetzt bei uns mal guckt, ob das für ihn was ist. Also sie sind per se erstmal unverdächtiger. Und es ist auch einfach, die Legende zu stricken. Also es gibt in der Regel keine familiären Anknüpfungspunkte hier. Und der Mensch kann sagen, ich bin erst seit 2 Wochen hier. Dann kann man noch weniger gegenchecken. Also solche Organisationen gibt es ja, die prüfen, bevor man jemanden ins Vertrauen zieht, wo ist was der Hintergrund? Vielleicht ist er ja von der Schmiere und soll uns ausforschen oder uns sogar auf den falschen Weg bringen. Es hat es ja alles gegeben. Wir haben Versammlungen in diesem Land erlebt, nicht nur in West-Berlin, dass V-Leute Steine und andere Sachen auf Polizeibeamte, uniformierte Polizeibeamte geschmissen haben. Also das ist gesichertes Wissen. Und hier am 21.12. sowieso. Ist genauso klar. Deswegen muss man auch mal gucken, wie so oft, also wenn Gewalthandlungen losgehen, ob das wirklich nur also Zivilbürger sind oder ob das Typen sind, die da im staatlichen Auftrag unterwegs sind. Denn was hier an Lügenserien im Moment vorliegt seitens der Polizei Hamburg zum Ablauf am 21.12., dann die Woche später den angeblichen Überfall auf die Davidswache, die Begründung zur Einrichtung des Gefahrengebiets, ist ja eine serielle Lüge. Also es ist im Grunde wie bei einer Bande, ist ja fast organisiert. Deswegen muss man sehr ernsthaft mal gucken, also das geht natürlich jetzt nicht mehr, aber wenn die Situation losgeht und es sind klar aufgeräumte Köpfe, nachher haben wir ja auch wieder eine Demonstration hier in der Stadt, ich werde da hingehen. Dann sollte man gucken, wer ist denn das? Denn ein guter V-Mann kann ein, zwei, drei Hundertschaften ersetzen. Ist ja logisch, über die Information. Schon Napoleon hat gesagt, ein Spion ersetzt mit 20.000 Soldaten, wenn es gut läuft. Der Mann hatte recht. Und das Gleiche läuft doch bei diesen Truppenaufmärschen, die wir inzwischen bei dem hohen geschützten Gut von Demonstrationen in der Bundesrepublik erleben. Peter Born spricht noch auf der Sondersitzung des Innenausschusses am 6. Januar davon, dass knapp 170 Polizeibeamte verletzt werden. Er sagt kein Wort zu verletzten Demonstranten. Auf Nachfrage einer Abgeordneten teilt er mit, nach so einem Rumgerutsche, uns, also Polizei, sind zwei bekannt geworden. So was Absurdes. Eine Polizei, die dafür da sein soll, in einem republikanischen Rechtsstaat, Gefahren abzuwehren von der Bevölkerung und Straftaten zu verfolgen, wenn sie denn stattfinden, stellt fest, zwei verletzte Demonstranten, obwohl es mehrere hundert waren. Ob es nun über 500 oder über 400 sind, ist völlig egal. Eine einzige Katastrophe. Die Motivation bei den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten um ein Vielfaches höher ist, wenn es gegen links geht, bei solchen Versammlungslagen. Auch in dieser Stadt, in Hamburg, das gilt auch für andere Bereiche der Bundesrepublik, wenn Rechte und Rechtsextremisten
Außen- oder sogar braune Kameradschaften, Demonstrationen durchführen mit teilweise 30, 40, 80, 100 Teilnehmern nur, da wird ein Brimborium aufgefahren, um das Recht auf Versammlung, so wie es die Verfassung und die Rechtsprechung ausgeformt hat, zu sichern. Selbst wenn dann 500 oder 3000 Gegendemonstranten da sind, wird versucht, diesen Häuflein den Weg zu bahnen für das Nutzen ihres Versammlungsrechts. Aber wenn Linke was auf die Beine stellen, oder so wie jetzt eben auch am 21. Dezember 2013 in Hamburg mit über 10.000 Köpfen, völlig anderes Programm. So, und das alleine müsste auch die Verantwortlichen in der Politik, ob hier den Innensenator in Hamburg, überhaupt die Innenminister in der Bundesrepublik, langsam mal hellhörig machen, was eigentlich in ihren Polizeireihen los ist. Der wesentliche Grund, weshalb die Polizei in diesem Lande zwischen rechts und links so unterschiedliche Sympathien aufbringt, besteht darin, dass sie selbst in der Wolle rechts gestrickt sind. Polizei wie auch die Justiz muss zwangsläufig Bestandswahrung machen, also vorhandene Gesetze, vorhandene Rechtsprechung. Das heißt, neue gesellschaftliche Entwicklung, der hinken natürlich Polizei und Justiz immer hinterher. Ein Teil Ihrer Frage bedarf folgender Beleuchtung. Ist diese Polizei in der Bundesrepublik Deutschland davor gefeit, massive Übergriffe zu machen? Und es ist völlig klar, wenn es richtig zur Sache geht, dass die Polizei umsetzen wird, was ihr vorgegeben wird. Da darf man sich keine Illusion machen. Und soziale Transformation findet vielleicht weniger in der Weise statt, dass die Polizei hier so brutal vorgeht wie die Gendarmen in Frankreich oder die spanische oder griechische Polizei. Sondern da gilt ein anderes Theorem aus der Kriminologie: Die beste Kriminalpolitik ist eine gute Sozialpolitik. Also umgekehrt, wenn die Sozialpolitik schlecht ist, Verarmung, Prekariat anwächst, dann gibt es mehr Probleme, um es mal allgemein zu beschreiben, unter anderem auch Straftaten. Dann ist die Polizei stärker auf den Plan gerufen und je mehr es davon gibt, desto stärker verroht sie. Bei zuspitzender Weltwirtschafts- und Finanzkrise, die ja nach wie vor stattfindet, wird dieses Land erreicht werden. Also auch die Bevölkerung wird Verarmungsprobleme erleben und dann wird sie sich darauf verlassen können, dass ihre Polizei die Dienstleistung erbringt, die sie für die Mächtigen und Herrschenden erbringen soll.